Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, Simaxi. Und ich will mal noch hier die Schilder eben holen, bevor wir herausfinden, was Malfoy plant, beziehungsweise wohin er jetzt wirklich immer verschwindet. Kann ich die Bank anheben? Geht das? Nee. Denn ich brauche irgendwas, um das zu zerstören. Okay. Nee, da ist hier gerade gar nichts. Ist hier in der Ecke irgendwas, was ich anheben... Ah, der Stuhl. Wingardium Leviosa. Ja, genau. Wir drehen uns und werfen den schon mal in Richtung davon. Sehr gut. Irgendwo ist doch immer was. Ja. Komm. Ah, okay, wir sind nicht bis ganz vorgekommen, das ist logisch. Kommen wir ran? Stuhl? Dankeschön. Ja. Ja! Bam! So langsam, Freunde, glaube ich, habe ich's raus. Okay. Das letzte Mal hat uns das Gemälde gesagt, wir sollen die Abkürzung nehmen. In den 7. Stock. Und zwar genau dieses Gemälde hier. Und das machen wir doch auch, oder? Hallo? Erfreuliche Schlagzeilen. Ich wette, da wird es noch einige von geben. Bestimmt. Okay. So, jetzt sind wir im 7. Stock. Schätze ich mal. Oder noch nicht ganz. Wir müssen auf jeden Fall bis ganz hoch, denn da verschwindet Malfoy immer. Momentan ist er noch auf der Karte. Aber das kann sich ganz schnell ändern. Oh, wow. Nicht alle runterfallen. Okay. 7. Stock. Da sind wir also. Die nehmen wir alle. Sehr gut. Können wir eigentlich hier, im letzten Teil konnten wir mit den Vorhängen was machen? Nee. Das haben sie komplett deaktiviert, weil man wahrscheinlich mit den Minischilden hier genug machen kann. Hallo. Ich weiß nicht, was da ihr Problem gerade war, aber... Hä? Was liegt da? Incendio! Nein, nicht Incendio. Ach so, nee, man sollte vielleicht Reparo machen. Alles gut. Reparo. Ja. Schon besser. Hat das jetzt was gebracht? Nein, ich will's haben. Hey, ist schon wieder kaputt. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Hallo? Ah, ein Schild. Okay, kriegen wir nicht raus. Ja, damit. Gib! Wingardium Leviosa. Danke. Sehr gut. Hier sind noch ein Haufen Minischilder. Suchen wir uns auf jeden Fall raus. Da war ein Vogel. Aber mich interessiert das Schild noch. Ah. Irgendwas gibt's immer. Oh! Okay, hier noch ein Stück zurück wahrscheinlich. Nein? Harry, dreh dich mal richtig rum. So. Genau. Ja, damit. Ja, so klappt das. Bam! Vielen Dank. Jetzt können wir ja mal schauen, ob es hier schon durchgeht. Geht es auf jeden Fall durch. Okay, aber ob das jetzt der richtige Weg ist, ich glaube es nicht. Da ist ein Schild. Können wir da irgendwie ran? Hallo? Hallo, ich möchte das Schild haben. Wahrscheinlich nicht. Also nicht so einfach. Wingardium Leviosa!
Wir werfen einfach mal die Bank daran. Oh. Das hat er jetzt viel gebracht. Okay. Eigenartig. Ja, hier würden wir nur wieder runtergehen, oder? Ist das jetzt hier richtig? Ich bin mir unsicher. Ob das jetzt immer noch... Was war das denn? Der 7. Stock ist. Aber ich denke mal schon. Ansonsten rufen wir Nick wieder. Hallo, danke, 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 danke. Ah, krasse Statue. Ist wieder eine Tür. Okay. Okay. Ah, und jetzt sind wir wieder draußen. Wingardium Leviosa. Zu hoch. Ja, damit. Komm. Dankeschön. Jetzt. Mensch, wie lange ich da in der einen Folge gebraucht habe, um sowas hinzubekommen. Okay, wir gehen wieder hier rein. Und da sind wieder direkt Schilde da. Okay. Das ist natürlich... eine coole Sache. Kann ich jetzt wieder hier lang gehen und wieder einsammeln? Jetzt. Mal sehen, wo ich jetzt einen Löffel finde. Dem Film zufolge und dem Buch weiß ich ja schon, wo er ist. Aber ist das hier die Tür? Nee. Okay, wie sieht's bei euch aus? Gut, hier war jetzt gar nichts. Aber da finden wir schon noch einiges. Jetzt müssen wir einfach den anderen Weg gehen. Den wir vorher nicht gegangen sind. Slughorns Büro. Nee, das kann nicht stimmen. Was will denn der bei ihm im Büro? Kann nicht sein. Genau, da ist wieder die Tür. Okay. Malfoy hat mich offiziell verwirrt. Wir gehen mal wieder hoch, genau. So. Dankeschön, ein weiteres Schild. Und jetzt hier wieder rein. Okay. Ah, na sieh mal einer an. Hey, Ron! Hast du Malfoy gesehen? Nein. Wann? Na gerade eben. Er hängt die ganze Zeit in diesem Korridor rum. Und das habe ich gefunden. Sieht aus wie eine Anleitung für einen Zaubertrank. Ist wahrscheinlich nur eine Hausaufgabe. Ja, das kann Und sein. Seit wann macht Malfoy seine Hausaufgaben? Du weißt noch nicht mal, ob das ihm gehört. Ich werde Hermine fragen, was das für ein Zaubertrank ist. Vielleicht finden wir dann raus, was Malfoy im Schilde führt. Du hast Glück. Sie sitzt immer noch im Zaubertrank-Klassenraum und büffelt. Echt jetzt? Aber sei vorsichtig, sie ist immer noch komisch drauf. Du kommst also nicht mit? Ich glaube, ich würde momentan lieber einem Troll begegnen. Bis später. Zaubertrank-Klassenraum. Das ist doch in den Kerkern, oder? Komm, Nick, führ mich hin. Hi, Nick. Haben Sie Hermine irgendwo gesehen? Ja, Miss Granger ist im Zaubertrank-Klassenzimmer und weg. Ja, das haben wir schon rausgefunden. Ich möchte nur halt auf dem schnellsten Weg dahin. Da regnet Schilde. Ja, durch die Wand kann ich nicht gehen, Nick. Ich muss Violet unbedingt besuchen. Ja, besuch mal. Yo! Was für ein Haufen Minischilde. Sehr gut. Ich hoffe, es sind hier weniger. Oh, fast verpasst. Ja, ist ja gut, ich komme ja.
Ah, Abkürzung. Alles klar. Bibliotheken bilden. Wer das Passwort sagt, darf durch. Habe ich gemacht. Danke. Solche Gänge sind toll. Da kommt von links und rechts kommen immer die Schilde zu mir. Okay, auf zu Hermine. So, da wären wir. Danke. Ich sammle mir erstmal noch ein paar Schilde zusammen. Dann rede ich mit ihr vielleicht. Hallo, Hermine. Da war's ja. Weißt du, was das für ein Zaubertrank ist? Es überrascht mich, dass du nicht weißt, was das ist, wo du doch so gut in Zaubertränke bist. Es ist ziemlich offensichtlich. No. Ach ja? Und was ist es nun? Warum fragst du mich? Frag doch den Halbblutprinzen. Boah, Hermine. Und ich kann den Trank auch brauen. Dann finde ich es sowieso heraus. Ach, okay. Eingeschnittene Haut einer Baumschlange. Die arme Baumschlange. Ja, echt mal. Sieht aber nicht aus wie kleingeschnittene Haut. Ups. Hoppala. Ist aber nicht so wirklich die Farbe. So, jetzt türkis. Ding, ding, ding. Okay, 7 Stück. Blub. Blub. Nicht blub. Jetzt aber blub. Gar nicht mal so einfach. Ah, komm schon. Lande einfach da drin. Das wird ein schöner Trank. Alles chillig. Ey. Eins. Und noch eins. Gedünstete Florfliegen. Mhm. Hoppala. Ja. Ah. Okay, und wieder drehen. Drehen, 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 drehen. Sehr gut. Nochmal. Mensch, wie oft wir hier rühren müssen. Ja. Und nochmal. Ja. Flussgras. Oh, das ist... Ey. Das ist Flussgras. Hallo? Ja, geht doch. Wollte gerade sagen, egal wo ich es hinwerf. Es ist falsch. Ist das nicht eher Flussgras? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich vertan, unser mächtiger Zauberschüler. Okay. Kannst du mir sagen, was das ist? Zündpulver? Hoppala. Noch 2 von den Würmern. Ich denke mal, dass das Würmer sind. Hoppala! Ja. Und jetzt noch rühren. Ein Glück war nichts mit Schütteln dabei. Okay, da hört man aber lange. Ja! Bäm! Okay, ein schwarzer Trank ist jetzt nicht unbedingt gut, oder? Wieder da, Harry? Und einen ausgezeichneten Vielsafttrank brauchen Sie da. Aber ich hoffe doch, dass Sie ihn nicht zu sich nehmen wollen. Wie Sie wissen, ist das ein verbotener Trank. Und Sie sind sicher, dass das ein Vielsafttrank ist, Sir? Aber natürlich. Dieses Grau und die schlammige Konsistenz, alles Charakteristiken. Aber das sollten Sie selber am besten wissen, mein Junge. Sie haben ihn doch gebraucht. Ich habe nur etwas herumexperimentiert. Danke, Sir. Vielsafttrank verwendet man, wenn man aussehen möchte wie jemand anders. Ich frage mich, was Malfoy damit vorhat. Voldemort würde Malfoy doch nie mit einer Mission betrauen. Und außerdem nicht? Hast du nicht den geringsten Beweis. Nein, noch nicht. Aber ich werde was finden. Ja, das glaube ich auch. Warum glaubt uns niemand? Das ist doch voll gemein. Na los. Aber es ist auch schön, das Schloss mal zu sehen. Von außen, ein bisschen verschwommen. Warum die das so verschwommen machen, weiß ich auch nicht. Du hast heute eine weitere Einzelstunde bei Dumbledore. Aber sag ihm besser nichts von Malfoy, Harry. Er hat irgendwas vor. Die ganze Zeit schleicht er herum und hat es sich sogar mit Crabbe und Goyle verscherzt. Ja, ich gebe zu, er benimmt sich etwas seltsam, aber du kannst nicht beweisen, dass er irgendwas Schlimmes tut. Warum schleicht er denn ständig im 7. Stock herum und... Der 7. Stock, das ist es! Er benutzt den Raum der Wünsche. Darum verschwindet er immer von der Karte des Rumtreibers. Naja, wenn er den Raum benutzt, wirst du nicht herausfinden können, was er darin macht.
Darum haben wir ihn ja auch für unsere DA-Treffen gebraucht. Konzentrier dich lieber auf deine Stunde mit Dumbledore. Er wartet in seinem Büro auf dich. Okay, das finde ich jetzt eigenartig. Snape hat mir gesagt, dass Dumbledore bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr wiederkommt. Und jetzt habe ich eine Einzelstunde mit ihm? Ich glaube, da wurde was falsch übersetzt. Aber okay. Naja, besuch sie mal. Ich wollte gerade sagen, habe ich gar keinen Zauberstab dabei. So, ja, ich muss zu Dumbledore. Okay. Das war ein klares Zeichen, dass ich dort nicht lang muss. Hallo, guten Tag. Fünfter Stock. Ja, ich gehe einfach da lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, wo kamen die denn her? Es war draußen jetzt irgendwo, richtig? Ich glaube, ich lasse aber lieber Nick mal noch vorweg gehen. Nick? Nick? Ja. Hallo, Harry. Auf dem Weg zu Dumbledore? Ich glaube, er ist in seinem Büro. Obwohl er jetzt tatsächlich offen ist. Mhm. Ja, also ich wäre schon nicht falsch gewesen. Aber irgendwann hätte ich bestimmt die falsche Abbiegung genommen. Ich muss mir das mal merken, wo die immer sind. Ja, ich gehe gleich durch. Ja, ich war's. Ah, okay, und dann einfach nur hier. Wir sind da. Alles klar. Hi, Harry. Bist du hier, um mit Professor Dumbledore zu sprechen? Wer ist das denn? Ich auch. Ach, Katie. Alles in Ordnung? Was ist denn passiert? Ach, was ganz Dummes. Nee, doch nicht. Ein Slytherin hat mir einen Gobstein geklaut. Ausgerechnet den starken Schläger, den mir meine Mom zu Weihnachten geschenkt hat. Wer war's? Ja, yeah, Duell. Auf geht's. Warte hier. Ich besorg dir deinen Gobstein schon wieder. Ha! Mensch, Harry ist ja richtiger Rebell hier. Hallo, danke. Erstmal Schilder. So, und jetzt hier. Hey, du. Hast du den starken Schläger von dem Mädchen da drüben geklaut? Was geht dich das an? Gib ihn zurück. Was willst du denn machen? Mich verfluchen? Ich bin mir sicher, Professor Snape würde es sehr interessieren zu hören, dass du Slytherins verfluchst. Er würde dir liebend gerne Nachsitzen verpassen. Na und? Stupor! Ha, jetzt Stupor. Geht's aber los. Expelliarmus! Bam. Bam, bam, bam. Los. Mach ihn kaputt. Na los, nochmal. Ha! Dämlicher Slytherin. Los, hau ihn einfach nochmal um. Ha! Wieder getroffen. Sehr gut. Ich muss sagen, das Duellieren gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Na? Jetzt weicht er aus. Okay. Jetzt gib den starken Schläger zurück. Ich hoffe, du erstickst dran. Das hat man davon, wenn man kleine Mädchen ärgert. Kleine Mädchen? Lass sie das nicht hören. So klein sah die nicht aus. Oh, da oben ist noch was. Habe ich hier... Ja. Ich gebe den gleich zurück. Aber ich will ja auch noch was haben. Genau das da oben. Echt jetzt? Das ging nicht. Ja, wir kriegen das hin. Ich habe eine Folge zum Üben gebraucht. Ihr wisst. Aber ich komme nicht an der... Vielleicht von hier? Schräg mal ein bisschen zu dir. Hoppala. Also nicht. Ja, damit. So. Nö, so komme ich gar nicht ran. Ja, damit. Okay, bis der mal Wingardium Leviosa raus hat. Okay, tricky gemacht mit der Fackel davor. Gebe ich zu. Gibt's da vielleicht noch einen anderen Trick? Jetzt geht es wieder los wie in der einen Folge. Merkt ihr es, Leute? Ja, schön mit Anlauf. Okay. Jetzt reicht's. Ich gebe ihr den Stein zurück.
Hier, bitteschön. Danke, Harry. Du bist einfach der Beste. Ja, nicht der Rede wert. Alles gut. So, und jetzt müssen wir da rein. Guten Abend, Harry. Hallo. Professor, es ist wegen Malfoy und Snape. Professor Snape, ich habe es dir schon einmal gesagt, Harry. Ich vertraue Severus. Und meine Meinung dazu hat sich nicht geändert. Doch nun zu etwas anderem. Es gibt nicht viele Erinnerungen an Tom Riddles Zeit in Hogwarts. Aber diese hier schon. Du meine Güte, schon so spät? Geht mal besser, Jungs. Lestrange, Avery, vergessen Sie Ihre Aufsätze nicht. Oh. Sputen Sie sich, Tom. Nein, Tom, ich weiß nichts über Horcruxe. Und wenn, würde ich es Ihnen nicht sagen. Sofort raus hier. Okay. Ich verstehe nicht. Was ist passiert? Professor Slughorn hat an seinen Erinnerungen ein wenig herumhantiert. Ich hatte dich gebeten, Professor Slughorn besser kennenzulernen. Nun möchte ich, dass du ihn überredest, deine wahre Erinnerung preiszugeben. Dir stehen alle Mittel offen, denn diese Erinnerung ist die wichtigste von allen. Aber ich glaube, du hast Quidditch-Training. Die Auroren haben große Teile des Schlosses wieder freigegeben. Du solltest also keine Probleme haben, den Weg zu finden. Guten Abend, Harry. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Ah, ist das schön. Unheil angerichtet. Leute, die wichtigste Erinnerung von allen. Hallo, Harry. Professor McGonagall sucht dich. Aber ich habe Quidditch-Training. Nein, aber sie wartet im Verwandlung-Innenhof auf dich. Scheint was Wichtiges zu sein. Ah. Okay. Ja, Hermine, ich folge dir sofort in der nächsten Folge. Das klingt gut. Ich hoffe, euch hat's heute gefallen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt genau weitergeht. Denn wir müssen ja die Erinnerungen besorgen. Aber natürlich ist Quidditch gerade wichtiger. Also, das nächste Mal gehen wir dann wahrscheinlich zum Quidditch-Training. Ich denke mal, deshalb will Professor McGonagall auch mit mir reden. Schauen wir mal. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier im Spieleparadies mit mir, Maxi. Macht's gut und tschüss.